Heute gibt es leckere Nuss-Nougat-Cake-Pops im süßen Jack Skellington-Look. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben ist wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf amerikanisch-kochen.de. Als erstes brauchen wir einen Basiskuchen. Hierzu wird zimmerwarme Butter mit Zucker und Vanillezucker luftig aufgeschlagen. Zu dieser Masse kommt dann noch ein Ei und wird gut untergerührt. Dann geht's mit den trockenen Zutaten weiter. Das Mehl wird mit Salz, Backpulver und gemahlenen Haselnüssen vermischt. Wenn sich das Ei gut mit der Buttermasse verbunden hat, wird die Mehlmischung im Wechsel mit Milch dazugegeben und so kurz wie möglich zu einem glatten Teig verrührt. In einer kleinen Backform wird der Kuchen anschließend im vorgeheizten Ofen für 20 bis 25 Minuten bei 170 Grad Ober-Unterhitze gebacken. Nach dem Backen sieht der Haselnusskuchen dann etwa so aus und muss erstmal vollständig abkühlen. Damit keine trockene Kruste entsteht, könnt ihr ein sauberes Küchentuch darüber legen. Sobald der Kuchen abgekühlt ist, wird er ganz fein zerkrümelt und mit Nuss-Nougat-Creme vermengt. Anschließend können auch schon die Cake Pops geformt werden. Am besten funktioniert das Ganze mit einem Eisportionierer, so werden die Portionen alle gleich groß. Die Kuchenbällchen legt ihr auf Backpapier und gebt sie zum Durchkühlen eine Stunde in den Kühlschrank. Nach dieser Zeit wird das eine Ende von Cake Pop-Stielen oder Schaschlikspießen in weiße Cake Pop-Glasur getaucht und vorsichtig in die Kugeln gesteckt. Nach diesem Schritt sollte das Ganze nochmal in den Kühlschrank, dieses Mal aber nur für ca. 15 Minuten. So wird die Glasur fest und die Cake Pops bleiben am Stiel kleben. Anschließend werden sie komplett in die Glasur getaucht und zum Festwerden auf einen Cake Pop-Halter oder einen Styroporblock gesteckt. Ganz zum Schluss, wenn die Glasur komplett fest geworden ist, können die Gesichter aufgemalt werden. Ihr könnt hier dunkle Zuckerschrift oder Lebensmittelfarbstifte verwenden. Als Anzug könnt ihr dann noch ein schwarzes Mini-Cupcake-Förmchen auf den Stiel setzen. Am Samstag und Sonntag geht die Woche dann bei Hannah kocht einfach und Annie Blumen weiter.